Susan, du fängst heute an. Herzlich willkommen bei den Dumanis. Heute haben wir ein geiles neues Video. Sagt euch der Name Action was? Oder? Ich glaube, jeder kennt Action. Wir fahren jetzt ein bisschen zu Action. Ich will ein bisschen. Darauf musst du zeigen. Nein, das war nicht ich. Nein, das waren diesmal wirklich nicht die Kinder. Ich habe mein Auto verliehen. Aber derjenige war es auch nicht. Aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr voll zu tanken. Weil ich das nicht ausharren werde. Zurück zum Thema. Ich will mir ein bisschen Inspiration holen, weil... Warum ist das? Genau. Ich war ja schon öfters mit dir bei Action und da gab es eigentlich sehr, nach meiner Meinung, recht schöne Sachen für günstiges Geld. Schöne LED-Lampen, bisschen Deko. Ja, also ich eigentlich ist Action, also für Leute, die den Laden jetzt beispielsweise nicht kennen, Action ist ein holländischer Laden, soweit wie ich weiß. Und das ist so irgendwie so ein Trödelladen. Doch Rückläufe, oder nicht? Ich weiß nicht, was das ehrlich gesagt ist, weil Leute, manchmal so richtig heftige Philips-LED-Lampen und sowas, so Ecklampen mit RGB-Steuerung und sowas. Also ich bin ja eigentlich voll gegen Deko. Ich habe eigentlich so eine Deko-Allergie, weil für mich ist es alles Staubfänger. Deswegen, ich habe zu Hause eigentlich nur Blumen, null Deko. Leute, hört ihr das hier? Das hört man gar nicht, ne? Der knallt. Ja, knallt er auch. Aber er leise. Aber er hat ja dieses Sport. Ich fahre immer auf Sport, weil die Lenkung ist besser. Ich fahre nie auf Sport. Doch, hier, das ist Sportlenkung. Hoch. Und das ist, merkst du? Voll schwammig. Ja. Und so. Vielleicht sollte ich auf Sport fahren. Ja. Keine Ahnung. Ist mir sowieso egal. Wie gesagt, ich bin nicht so der Deko-Mensch. Aber fürs Hotelzimmer, die Zimmer, die bräuchten schon so ein bisschen Deko. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Denkt dran, Gewinnspiel. Blauer Golf. Geil, geil, geil. Könnt ihr gewinnen bis zum 30.06. Mindestwertbestellung 30 Euro und ihr könnt den geilen Golf gewinnen. Wie findest du eigentlich den Golf? Cool. Ich bin jetzt kein VLG-Fan, ne? Aber der sieht schon geil aus, ne? Also macht sehr viel aus. Ja, und die Felgen. Ja, ja. Was sagst du zu dem Kurzlenkrad? Schöner als das Lenkrad. Ja. Wieso, aber Mini-Lenkrad finde ich auch schön. Sieht komisch ein bisschen aus, aber schön. Jedes Lenkrad ist schöner als mein 350Z-Lenkrad. So. Ja, so ein LKW-Lenkrad hast du, ne? Nein, das ist ja schon recht sportlich, aber es sieht einfach, der Airbag sieht einfach hässlich aus. Da kann man auch leider nichts ändern. Also ich finde zum Beispiel, ich persönlich finde BMW-Lenkrad schön und obwohl ich Audi mag, aber Audi... Die neuen Audi-Lenkräder sind so geil, Alter. Ich bin so BMW-Lenkrad. Mit so einem kleinen Airbag. Der Tacho ist so oder so geil beim Audi mit dieser voll digitalen. Egal. Genau, wir sind hier nicht auf dem Autokanal. Wir fahren zu Action. Dieses Action hier bei uns ist eigentlich ziemlich klein. Ja. Ich kann sagen, Bremen ist auf jeden Fall groß. Ich war einmal in Bremen mit Tante, aber weiß ich, bin jetzt auch nicht so der Action. Oder allgemein gibt so. Gibt es so gute Autopflege-Sachen? Richtig. Echt? Also ja, winzig. Ich bin jetzt auch nicht so der eine, der die ganze Zeit durch den Laden geht und pummelt. Ich jetzt auch nicht, aber trotzdem. Ich fahre nur irgendwo hin, wenn ich was brauche. Ich habe dich hierher geholt. Ja, deswegen. Komm, nehme ich mal mit für mich. Darf ich den mitnehmen für mich? Aber doch nicht jetzt, ey. Dann müssen wir das alles auch mitschleppen beim Umziehen. Ja, aber es ist bald soweit. Ja, gut, dann hol ich dir. Also finde ich. Was? Das sind solche Stäbe, die macht man hier. Kann man so hinstellen und dann ist das so ambiente für 10 Euro. Ich nehme das schon erstmal direkt 2 Stück mit. Keine Ahnung, das ist so. Sun ist so einer, der ist so ein Schnickschnack. Alles, was man nicht braucht, das muss man so haben. Das ist für Atmosphäre immer. Ja. Ist mir alles zu viel Schnickschnack, um ehrlich zu sein. Aber das ist ja auch meine Wohnung. Meine Wohnung soll so aussehen. Wo könnte ich sowas gebrauchen? Aber ein Dünner wäre gut. Ich glaube, ich darf nicht welche. Die auch nicht. Guck mal,
Nee, ich hab's gesehen. 24. Nee, das ist die Dings hier. Achso, wie viel kostet das? Die kostet 50. 50 aber Euro. Leute, guck mal, das finde ich gut. Ja, aber so einen haben wir doch schon 1000. Ja, wir haben ja den Opti-Grill, der hat, was hat der gekostet? 200 Euro oder so? Weiß ich nicht. Irgendwie so um den Dreh, aber Leute, guck mal, das. Ja, aber reicht. Den in klein haben wir auch. Das langt doch vollkommen aus. Den haben wir auch, ne? Das weißt du, ne? Ja. Was ist das hier? Wasserspender. Heißes Wasserspender. Das ist eigentlich auch kein Mensch, ey. Was ist da? Gibt's ein Boot. Kauf dem Boot. Ja, aber so kleine Mülltonnen hier. Sowas. Was ich vorhab, Leute. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben. In meinem Wohnzimmer ist nicht mit Efeu-Optik, ne? Aber hinter meinem Sofa will ich so. Weißt du, Autosastik, ne? Mhm. Die haben auch so eine Wand. Ja. Und weißt du, was das ist? Was ist? Echter Moos. Echter Moos. Ja, gut, das ist. Er hat gesagt, das ist richtig viel Arbeit. Hier. Also ich will jetzt, das soll jetzt kein Efeu sein, aber ihr wisst, manche Menschen verstehen mich, was ich damit jetzt meine. Ne? Das wird schon schön aussehen, hinterm Sofa so. Eine grüne Ecke. Macht mit echtem Moos. Was ist das denn? Ich mach das alles safe jetzt. Bitte. Ach, das ist ein Stuhl. Guck mal hier. Kriegt man alles. Ja. Hier, kriegt man echt alles. Gartenzeug. Ne? Ja. Hier. Wow, worauf? Wir stellen uns im Garten, ne? Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Ja. Wir haben dann einen Gärtner. Dann hört dieses Gestreite auf. Genau, so ein Papa ist auch im Garten, ne? So ein Kollegen hier. Der ist wohl cool eigentlich. Nein. Lustig, aber. Das ist so bunt. Keine Ahnung. So was kann man auch machen, weißt du? Für die Atmosphäre hier, sowas hier kann man. Alles eigentlich so. Ich finde immer so, dieses Billigzeug, kaufst du billig, kaufst du doppelt. Oh, hier eine Klimaanlage. Guck dir das mal an. Hier, doch schön so im Flur. Ja, das ist bestimmt richtig so klein. Und wenn man da was draufpackt, dann bricht das Ding zusammen. Hier, Leute, so einen stelle ich auch in die Ecke, dann sehe ich gebildet aus. Ja. Den brauche ich ja jetzt noch nicht. Aber sowas ist schön. Ja, ist ja auch schön. Aber ich habe sowas gesehen, Leute. Ich trinke jetzt zwar keinen Alkohol, aber so als Deko finde ich das eigentlich relativ schön. Es gibt so einen Kollege von mir, glaube ich, so einen Globus, den kannst du aufklappen und dann sind da Sachen drin halt, ne? Also das hier könnte ich mir gut vorstellen. Das hier ist mir alles zu das viel. Das hier ist auch schön. Das hier. Ja, obwohl das Ding ist gut, da kommt kein Staub rein. Aber rauf dafür. Ja, aber das kannst du schneller wischen. Und solche Blumen werde ich mir kaufen, weil ich keinen grünen Finger habe, ne? Aha. Haben wir ein paar Kerzen als Deko. Luftkerzen. Ja, sowas könnte man. Das ist für mich so denkbar. Sowas finde ich schön. Hier für Badezimmer. Ja. Und dann am besten oder so eine Holzschale. So eine Holzschale und da rein die Muscheln kippen. Leute, reingeguckt. Schneekuchen. Du willst doch jetzt so oder so noch nichts kaufen. Nee, aber ich kann mich ja inspirieren lassen. Wie gesagt, sowas könnte ich mir gut vorstellen. Plastikblumen, aber. 95. Ich habe geguckt, es ist genau das gleiche. Und steht da auch der Preis ja. Da? Also die Beschreibung? Ja. Danke. Die Beschreibung auch? Ja, alles gleich. Ist mir egal. Okay. Also wenn du Pech hast, nimmst du von hier. Leute, guck mal hier, hier gibt es auch Werkzeug, hier Bohrmaschinen, Lötkolben, Akku. Aber alles so nun, ey. Flex, ja. Also oder Unbekannte, so. Nein, Mann, das ist, glaube ich, aus Holland. Ja? Ost NL. Swagdiek. Keine Ahnung. Meine Aussprache auf Holländisch ist noch nicht so gut. Guck mal hier. Ja, ich weiß. Aber da steht kein Preis dran. Nö. Dann ist es halt so. Müssen wir auch sowas hier holen bestimmt, ne? Nee, die sind ausgerüstet. Ja, mit Dings. Da findest du echt alles. Von Unterwäsche bis Socken.
Kinderspielzeug. Oh. Mini-Wasser. 1 Euro. Ja, und mit einem Spritzer ist das ja, leer wieder. Das ist lustig, das kannst du mit dem Auto nehmen und Leute abschießen. Sehr lustig, sehr lustig. Oh, Bettwäsche. Oh, guck mal, fühl das mal, das ist richtig weich. Oh, die fühlt sich so weich an, ich glaube, ich kaufe mir die. Normalerweise hole ich immer die Bettwäsche von Ikea, aber die fühlt sich richtig weich an und kostet nur 7 Euro. Kebab-Style. Aber Kebab-Style. Und es ist ein Döner drauf. Dann hätten und ja, Döner-Style gibt es doch schon. Nein. Kebab und denkst du, ist, glaube ich, was anderes. Das ist, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Jetzt was gefunden, was ich mitnehme. Ein Buddha. Kostet nur 3,79. Aber ich glaube, ich tausche den Buddha aus gegen. Mal gucken, gegen was. Den Buddha aus gegen Muschelzack. Mach das. Mach das. Oder gegen Vögel? Nee, die sehen billig aus. Gegen okay. Muscheln ist sehr gut. Tante hat sich so ein Ding geholt. Die fliegt in 10 Tagen in die Türkei. Wusstest du das schon? Nein, wusste ich nicht. Okay, dann weiß ich es jetzt. Auf jeden Fall hat die sich so einen Wagen gekauft. Wirklich? Ja. Was musst du das haben? Ich mach die neue Reifen. Das ist doch nur zum Schein, das weißt du doch. Ja, aber ich mag das gerne. Ja, aber jetzt hast du keinen Lappen zu wischen. Brauchst du nicht, das kannst du so trocken lassen. Aber eigentlich sollte man ja den Dreck darunter wischen. Ja, hast du. Aber das kann man doch rein theoretisch auch die Plastik aufmachen. Ja, das ist das Gleiche. Aber es sieht doch geil aus. Sieht viel besser aus. Also, wenn das Auto jetzt noch gewaschen wird. Guck da. Sehe da. Oh, sehe. Sieht man nicht. Sehe da. Na, auf jeden Fall diese Lichter hier, diese Leiter. Die haben 9,99 gekostet. Also nicht 19,99 die Lichter, sondern 9,99. Ja, Leute, rennt an die Action und kauft euch die. Das ist schön. Also das hier hat 3,79 gekostet, das hat 79. Also ich will auf jeden Fall den Buddha umtauschen. Aber das zeigen wir euch gleich zu Hause mit Mehmet. Und Action hast du gegeben, oder was? Das ist ja mal schön gezaubert hier. Guck mal, das ist so nur als Dings, als Deko. Aber ich will diesen Buddha oder was es auch ist, ersetzen durch Muscheln. Okay. Weil das kostet nur 3,79. Das geht, ne? Und die Muscheln haben nur 80 Cent gekostet. Weißt du, statt echte Muscheln? Ja, natürlich. Ach, hör auf. Nein, bestimmt nicht, Mann. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber weiß man nicht, vielleicht ist es echt immer schön. Ja. Was hast du noch gebracht? Na, auf jeden Fall, wie gesagt, durch diesen Buddha da ersetzen, weil ich. Ah, was ist das denn? Das sieht dir aber auch wieder lustig aus, ne? Ja, das ist irgendwie so. Das hat Zahn gesagt. Da kannst du so hinstellen, siehst du das? Kannst aber auch hinlegen. Das ist so ein LED. Guck hinten. Guck auf das Bild hinten. Achso, du kannst es irgendwo hinpacken. Ah, okay. Nicht genau. Kann 10 Augen. Oh, das geht ein 10er. Kannst du auch mit Fernbedienung, habe ich gesehen, auch eine App drin. Weiß ich nicht, hab da, Sam hat mir dabei. Das nur gesagt. Na, für das Geld, da kannst du ja auch nichts falsch machen, ne? Nein. Ja, nicht schlecht. Aber fass mal an. Was ist denn das? Bettwäsche. Ägyptisches Baumwolle? Bei Action oder was? Ja, du weißt, ich schlaf nicht und sowas. Ja, ja, ich das? Weiß, ich aber. Ich bin Influencer. Guck mal, normalerweise das ist nicht du. Gut für meine Haut. Ja, aber du kennst mich, ich mag ja die von Ikea und so, ja, ne? Aber die fühlt sich so schön weich an. Ja, fast so wie ägyptische Baumwolle. Aber 7 Euro nur. Ja, das ist aber wie groß für unser Bett? Ja, ja, ist für unser. Die Farbe ist jetzt nicht mein Traum, aber mich ist. Gab es auch normale, aber guck mal, ich fand die Vögel so schön. Aber gibt's da eine gute Sache oder was, Action oder viel Krimskrams? Ach, viel Krimskrams. Ja. Also so ein Riesenladen, wovon leben die denn? Von Krimskrams? Das ist noch ein kleiner Laden, ne, in Zeden. Ja, aber ich war da ja auch schon ein paar Mal drin, ne? Ich habe da auch ein Video drüber gedreht. Also ich habe da ein bisschen geguckt. Naja, Viel Müll, genau, ne? Also viel genau. Müll, was man auch brauchen kann. Was aber auch günstig ist, aber ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Da muss man schauen. Ja, aber ich finde sowas hier für die Gästezimmer und so. Ja, Deko und das ist super. Auf jeden Fall, ne? Deko und das ist toll. Da muss man natürlich gucken, wie wir die Zimmer machen, weil wir wollten ja die Zimmer irgendwie mal
Wenn wir mal irgendwann reinkommen, wenn wir Glück haben, da irgendwie mal einzuziehen. Ne? Wenn die Oma sich endlich mal beschließt, aber wir müssen da wirklich Druck machen, Schatz, jetzt. Ne? Ja, die hat mich jetzt wieder vertröstet bis auf Freitag. Aber die verarscht uns seit zwei Wochen andauernd, vertrösten. Wirklich, wir müssen sagen, hier ist ein Zimmer, pack deinen Kack rein und zieh aus. Ja, ja, aber wirklich, du ja. Weißt nur noch mal ein bisschen Dings bleiben, ja, das geht auch nicht. Die kriegt doch naja, laut Vertrag muss sie spätestens 1.7., aber mündlich passt, hatte sie mir 1.6. gesagt, ne? Das passt ja gar nicht im Kram, 1.7., da bin ich schon in der Türkei. So wie ich das geplant habe, deswegen. Also das wird ein bisschen eng jetzt, liebe Freunde, weil ich habe hier einen riesen Plan. Wenn das aufkommt, nächsten Freitag, wenn wir es rauskriegen, werde ich auch veröffentlichen, Freitag. Das wird durch die Decke schießen und dieses Ding will ich auf jeden Fall mitnehmen. Aber mal schauen, wie es mit dem Haus. Haus ist auch natürlich für uns wichtig. Ja, weil der Umzug muss da passieren und ich muss natürlich dabei sein oder auch nicht, ist egal. Schatz, wie? Du musst nicht dabei sein? Ich habe große Pläne. Okay, und wer soll den Umzug machen? Die Kinder und ihr. Ach so, jetzt schließt du mich auch schon aus. Ja, du musst doch hier aufpassen. Einer muss ja auch den Laden hier schmeißen, oder nicht? Wir müssen mal schauen. Ich hoffe, das klappt, ja. Ich hoffe, das klappt. Na gut, Schatz, war ja wieder lustig, was du da wieder gefunden hast, aber es ist, wie gesagt, viel Müll drin. Das ist so wie Teddy. Action ist genauso der gleiche Kram, oder? Also qualitätmäßig muss ich jetzt sagen, ich habe ja ein paar Sachen da gekauft. Naja, klar, Stecker, Mittacker, sowas kann man gerne kaufen, aber ich denke mal, viel Müll da, ne? AliExpress zum Anfassen. Ja. So ungefähr. Na gut, ja, dann warst du mit Sun unterwegs? Ja. Mit Sun seinem 350Z? Nee, wir waren mit Mini. Ah, okay. Tank war tot, habe ich gesehen, gell? Ja, ich... Aber den hast du aber tot gegeben, den ja, den habe ich tot übergeben. Der ist nur, glaube ich, 20 Kilometer gefahren. Ja. Aber ich habe auch keinen Bock mehr zu tanken. Ich habe nie was davon. Tanken, wer weiß, was mal passiert. Ne? Ja, ich habe nie was davon. Die auffüllen, weil jetzt schon hart ohne Klimaanlage. Meine? Ja. Die läuft? Die läuft nicht, die ist alle. Wir sind letzte Woche mit einem Auto gefahren, aber ging doch die Klima nicht. Ja, stimmt. Die lief nicht. Stimmt. Na gut, Schatzi, dann lass uns chillen, lass uns entspannen. Ja. Und Montag haben wir noch frei, geil. Aber da müssen wir los, den ML abholen. Das sieht ihr auf unserem Hauptkanal. Ja, wir müssen diesen ML jetzt herbringen. Jo. Okay, liebe Freunde. Aber den Like nicht vergessen, Hauptkanal gucken, da geht's auch richtig ab. Ja, bye bye. Tschüss.